Heute wird's ganz, ganz übel, denn das Bronze- oder Icon-Glücksrad wird heute unser FIFA 22 Weekend League bestimmen. Was habe ich mir dabei gedacht? Wenn ihr Mitleid mit mir habt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß nicht, was das wird. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Knapp 60% sogar haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Schaut aber meine Videos. Falls ihr zu den Schlingeln gehört, bitte tut mir den Gefallen und lasst ein Abo da. Und bevor wir ins Video starten, habe ich noch was Cooles für euch. Und zwar gibt es bei Smilodogs den großen Winter-Sale. Viele der Produkte sind schon extrem reduziert. Mit meinem Code Julius könnt ihr aber nochmal weitere 50% sparen. Also es ist wirklich unglaublich günstig. Seid also schnell, denn die Sachen werden extrem schnell ausverkauft sein. Falls ihr auf der Suche seid nach coolen Gym-Klamotten, auf jeden Fall mal vorbeischauen und mit meinem Code wirklich fett sparen. Außerdem habt ihr die Chance auf ein paar coole Mystery-Produkte im Wert von 25 bis 200 Euro. Könnt ihr da auf jeden Fall ein paar coole Sachen zu euren Bestellungen dazu bekommen. Es wird neue und limitierte Produkte im Shop geben und außerdem könnt ihr einen Gesamtgewinn von 7000 Euro mit Glück abstauben. Also viel Erfolg, falls ihr euch dort was kauft. Code Julius ist euer Code und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir gehen rein. Let's go! So, wir sind in FIFA 22 angekommen und wir werden uns heute wirklich komplett aus dem Leben schießen, glaube ich. Wir werden heute 11-mal das Bronze-Icon-Glücksrad drehen und dann, je nachdem was rauskommt, immer eine Bronze- oder eine Icon-Karte kaufen. Ich hoffe, dass ich das schlechte Team mit saftigen Prime-Moments-Icons ausgleichen kann. Hier seht ihr das Glücksrad, das werden wir gleich das erste Mal drehen. Ich würde sagen, Jungs, das wird eine absolute Katastrophe. Wir werden dann mit dem Team in die Weekend League reingehen. Ich weiß nicht, ob ich mir heute 10 Spiele geben kann, aber das werden wir mal schauen und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Keeper. Es geht los. Wir starten direkt mit dem Torhüter. Das ist eigentlich so fast die wichtigste Position. Ich kann gar nicht hinschauen. Oh mein Gott. Bitte bleib stehen, bitte. Oh mein Gott, es wird so knapp, es wird so knapp. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Es war so knapp, Junge. Ende, Ende, Ende. So, da ist unser Bronzemann für unser Weekend League Team. 400 Münzen geben wir für die Maschine aus. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich mir hier heute bei dem Video gedacht habe, aber es wird super. Es wird super von dem her. Wir gehen rein ins nächste Mal drehen. Ihr seht hier, das steht immer noch an derselben Stelle. Hier wird nichts gefaked. Das Ganze wird auch live auf Twitch aufgenommen. Okay, das sieht mir stark nach... Oh, danke, 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 danke. Das wird die erste Icon für unser Team in der Innenverteidigung. Okay, der Chat wollte irgendwie Baresi sehen. Weiß ich nicht, wie die Jungs da drauf gekommen sind. Aber ganz ehrlich, der hat 97 Verteidigen. Das ist ja völlig gestört. Von dem her, wir testen den mal. Hat auch ein ganz gutes Pace-Upgrade bekommen. Man kann den mittlerweile gut zocken, würde ich sagen. Und ja, unser Team sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber weiß nicht, ob das am Ende spielbar wird. Ging schon mal besser weiter. Von dem her, wir drehen das nächste Mal das Glücks- oder Pechrad. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und dieses Mal, ey komm, jetzt gönn doch wenigstens den Rutsch zur Moments-Icon. Das ist doch, ja, eben beim Torhüter wurden wir rasiert. Jetzt wurde die Bronzekarte rasiert. Wir bekommen die nächste Icon-Karte. Und dann machen wir die italienische Innenverteidigung komplett und holen uns den guten Cannavaro in die Innenverteidigung. Sein dynamisches Bild ist auf jeden Fall sehr, sehr cool mit dem WM-Pokal. Von dem her, wir holen den uns. 1,1 Millionen Coins ist auf jeden Fall auch eine Ansage. Und das Team sieht wirklich aus wie ein schlechter Scherz. Ich weiß auch nicht, was sich meine Gegner später denken werden, wenn wir gegen die zocken. Ey, Mann, okay, wir kommen zu den Außenverteidigern. Und da starten wir mit dem Rechtsverteidiger. Wir drehen das Bronze-Icon-Glücksrad. Als ob wir jetzt schon wieder eine Icon bekommen. Oh mein Gott, das sieht sehr gut aus. Komm, 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 komm. Das ist die nächste Icon. Was geht denn jetzt ab? Gerade auf den Außenverteidigerpositionen sind, glaube ich, gute Karten auch echt wichtig. Von dem her, ja, die nächste Icon. Hm. Rechtsverteidiger wird auch unglaublich teuer. 1,2 Millionen Coins. Der nächste Mann, der hier einen Pokal küsst. Grüße gehen raus an Cafu. Die Karte sieht auch wirklich gestört gut aus. Von dem her, die Coins gebe ich direkt aus. Besser als 200 Münzen für irgendeinen Larry. Und dann würde ich sagen, machen wir den Linksverteidiger. Ich habe so das Gefühl, so langsam kommt bald mal wieder eine Bronzekarte. So, wir drehen das Icon Bronze Glücksrad. Wäre cool, eine komplette Icon-Abwehr zu haben. Also ich weiß gerade auch gar nicht, was hier los ist. Okay, das wird definitiv Bronze, oder? Definitiv Bronze. Schade. Die Glückssträhne ist vorbei. So, unser Linksverteidiger.
Linksverteidiger wird ins Team kommen. Caden sieht auf jeden Fall unfassbar stark aus. Er hat 86 Tempo, 53 verteidigen. Der wird hier neben Baresi und Cannavaro alles wegverteidigen. Team sieht unglaublich schön aus. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den linken Mittelfeldspieler. Ich hoffe jetzt stark auf ein Icon, damit wir diesen Schotten als Linksverteidiger gelinkt bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Das sieht sehr, sehr gut aus. Komm. Ja, okay, es sieht doch nicht so gut aus. Oh mein Gott. Ja, klar, Alter. Eben, wenn es in der Mitte war, hat dann die andere Karte gezählt. Jetzt zählt Bronze, Alter. Dieses Rad will mich echt komplett rasieren, Mann. Super. So, unser linker Mittelfeldspieler ist der gute Josh McPake mit Forster Skills. 86 Tempo, 25 verteidigen, 52 schießen. Also eine absolute Maschine. Der wird alles rasieren und der Link zum Linksverteidiger. Von dem her sieht das doch super klasse aus. Ich freue mich auf den Mann. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten ZM. So, ZM Nummer 1. Jetzt brauchen wir echt eine Icon. Jetzt brauchen wir eine Icon. Komm schon, bitte. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ganz, ganz wichtiges Ding. Wir kriegen die nächste Icon. Der Chat hat sich für die absolute Legende Philipp Lahm entschieden. Der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. So ein, ja, deutsche Kanté, würde ich sagen. Klein und wendig und schnell und kann sogar ein bisschen schießen. Also sieht so aus wie so eine Team of the Year Kanté Variante in Deutsch. Von dem her, den kaufe ich für 1,8 Millionen Coins. Und ja, gefällt mir schon mal wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, dass der rechte ZM auch Icon wird. Aber gut, das hoffe ich sowieso bei jeder Position. So, rechter ZM, wir drehen das Rad. Komm schon. Neben Philipp Lahm jetzt noch irgendwie so ein Ballack oder so. Wäre eine coole Sache. Das sieht wieder kritisch aus. Bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen. Es wird die nächste Icon. Let's go. Wir sind wieder back im Game. Der Chat liebt mich. Ich liebe meine Abonnenten auch. 280.000 Münzen dürfen wir jetzt hier für Prime Moments Nakata ausgeben. Der hat nämlich bei der Abstimmung gewonnen, von dem her. Der wird hier auf jeden Fall alles rasieren. Ob wir jetzt ein Bronze Mann spielen oder Nakata, weiß ich jetzt nicht, ob da der Unterschied so krass ist. Alles gut. Ich würde sagen, wir holen uns den rechten Mittelfeldspieler. So, wir kommen zum rechten Mittelfeldspieler. Jetzt, eigentlich wäre es halt nochmal gut, ein Icon zu bekommen, aber wir haben jetzt schon so oft Icon bekommen, deswegen habe ich gerade irgendwie kein gutes Gefühl, aber das wird die nächste Icon. Oh Mann, aber bitte, das Glücksrad darf mir keine zwei Bronzestürmer geben. Bitte nicht, aber wir bekommen nochmal eine Icon. Es läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ist gerade schon lächerlich, wie viel Luck ich habe. Mein Chat gönnt mir meine Lieblings-Icon der letzten Jahre, George Best, den spiele ich eigentlich jedes Jahr unfassbar gerne. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Kostet 2 Millionen Coins, aber hat eigentlich auch brutale Werte, muss man sagen. Von dem her, da greifen wir nochmal tief in die Tasche. 2 Millionen Coins. George Best, du bist der Beste. Komm rein ins rechte Mittelfeld. Also ganz ehrlich, ich habe hier schon gut geliked. Wir haben doppelt so viele Icons wie Bronze-Spieler. Ich hoffe, wir bekommen jetzt kein Karma und bekommen hier im Sturm zweimal Bronze, weil ich würde ganz gerne da ja, so eine bestimmte Karte zocken. Von dem her, wir gehen rein. Alles klar, wir gehen rein. Erste Stürmerkarte. Wenn ich eine Bronze-Karte bekomme, okay, aber bitte nicht zwei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das wird eine Katastrophe. Wir bekommen schon mal einen Bronzemann. Krise. Miura, Digga, halt's mal. Ich muss damit Weekend League spielen. So, Jungs. Ich habe meinen Chat abstimmen lassen. Entweder wir spielen Miura oder ich darf einen guten Bronzespieler spielen. Die Abstimmung hat folgendes ergeben. Sie gönnen mir wirklich den Guten. Hätte ich nicht gedacht. Grüße gehen raus. Wir dürfen den guten List spielen. Mit 93 Tempo auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Vielleicht ballern wir da auch noch einen Hunter drauf. Von dem her, jetzt haben wir noch eine Position übrig. Und jetzt da noch so einen R9. Ich würde es feiern. Von dem her, Augen zu und durch. Ey, bitte. Es wäre zu wild. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Oh mein Gott. Wir dürfen noch eine Icon Moments spielen. Wichtig. Da lassen wir uns nicht lumpen. R9 Ronaldo kommt mal wieder rein ins Team. Ganz, ganz wichtiges Ding. Ohne Spaß, ich bin gut weggekommen. Wir haben nur 4-mal Bronze, aber dafür 7-mal Icon Moments. Ob das so spielbar ist, weiß ich trotzdem nicht. Schade, dass wir ausgerechnet im Tor eine Bronzekarte zocken müssen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da geht sogar ein bisschen was. Ich bin das gewohnt, von SBBs mit Bronzekarten zu zocken im Team. Von dem her, wir haben das Momentum auf unserer Seite. Wir gehen rein in die Weekend League. Let's go. So, wir gehen rein ins erste Spiel. Gegen einen HSV-Fan. Es fängt super an. Abfahrt. Der Gegner dachte wahrscheinlich, ich gönne ihm jetzt hier einen Sieg, weil da so ein Quatsch-Team kommt. Aber nein. Die Männer sind hier heiß wie Frittenfett. Komm. McPake. Nach der Klasse. Auf List. Auf R9 Ronaldo. Bruder. Das Team spielt sich wie Prime Moments Real Madrid. Georgie. Oh.
List, da ist er, 2-0, HSV, ein guter Punktelieferant, Grüße gehen raus, natürlich nur Spaß, ihr seid die Besten. Alles klar, Gegner hat auf jeden Fall doch noch Bock zu zocken. Ja, der 9, der ist auf jeden Fall ein kleiner Gamechanger in dem Team. McPaig, boah, passen kann er. Schade. Joa, das ist das 4-0. Gegner hat 90 Minuten gebucht. Cooler Typ. Da bist du doch. Der Mann macht's richtig und quittet. So, rein ins zweite Game. Okay, ein italienisches. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Boah, den hat er. Nichols. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Was? Bruder muss los. Nein. Oh, wie wichtig. Nein. Nichols, Mann. Stark. Oh, Georgie, besser, Mann. Schönes Ding. Oh. Ja. Digga, jetzt quittet der auch, oder was? Oder was ist los? Ach, keine Ahnung. Aber Digga, das war ausgleichende Gerechtigkeit fürs erste Tor. Miura wird heute auf jeden Fall auch noch seine Einsätze bekommen. George Best. Junge, Junge, das war wohl der Pass des Jahres. 3-2. Stell dich vor, das Icon-Glücksrad wäre andersrum gewesen. 7-mal Bronze, 4-mal Icon. Ciao. Boah, schön. Yo, das ist eine rote. Let's go. Nakata. Nigi, ey, der war... Oh mein Gott, der war so perfekt. Wie geht der nicht rein? Oh mein Gott. Na. Oh, Nichols, du bist so ein Biest. Perfekt. Oh, Mann, oh. Oh, Verlängerung. Da ist er. List. Oh, den macht er rein. Überragend, Junge. George Best. Da ist er. List. Macht ihn. Vamos. Und das ist der Rage Quit. Es läuft echt gut. Rein ins dritte Game. Diesmal ein Werderaner am Start. Ja gut, schade. Das war der erste richtige Schuss aufs Tor. Oh oh, das kann nicht gut gehen. Oh mein Gott. Oh nein. Schade, schade. Gut, da müssen wir uns das erste Mal geschlagen geben. So, weiter geht's. Okay. Ja. Pff, Hilfe. Jawohl. List. Oh, McPaig. Junge, das hat er überragend gemacht. Maschine, Junge. Stark. Komm. Oh, R9 und List. Einfach ein unschlagbares Duo. Oh, schöner Beini. Oh, List. Jawollo. Da wird die Pause angemeldet, wenn der Bronzemann knipst. 3-1. Wird es der nächste Sieg? So ist es. Let's go, wir gehen rein. Okay, das sieht wild aus. 3 Ligue 1 POTMs. Jawohl, komm, List. Oh, macht der klasse, legt auf für R9. Junge, die zwei harmonieren. Wahnsinn. Ich habe den Gegner gut unter Kontrolle, aber ein zweites wäre gut. Und direkt kassieren wir nach so einem Spruch der Klassiker. Mann, das ist ein zweiter Schuss. Das ist echt nicht verdient. List. Jawollo. R9 läuft hier durch. Easy. Bitte nicht schießen. Alter, es ist so ein Witz, Mann. Schön. Boah, Junge, R9, ich liebe dich. Nein. Jeder Schuss ein Tor. Ich glaube, der Gegner, warte mal kurz, Real Talk, hat 4 Schüsse, Achtung. Ja, okay, 6, aber trotzdem, guckt euch an, es ist wirklich so kacke mit dem Bronzetorwart. Komm, R9, Verlass auf den Mann. Let's go, ganz wichtiger Sieg, 5-4, Hilfe. Let's go, wir gönnen uns noch ein paar Spiele, das Team sieht richtig böse aus mit Prime Cruyff. Der Gegner ist spitze, Alter. Nee, ehrlich, cool. Ja, perfekt. Also, ich glaube, gegen den Mann ist hier nicht viel zu holen, aber wir warten mal noch aufs dritte Gegentor. Moin, Meister. Vamos.
Let's go. List? Junge, List, Werder Bremen? Weiß nicht, aber vielleicht mal dran denken, den List für die nächste Saison zu verpflichten. Boah, macht er überragend, der Gegner. Nein, 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 nein. Schade, schade. Das wird ein Gegentor. Na, die Gegner schießen generell viel zu wenig aufs Tor. Die vergessen immer, dass ich einen Bronze-Torhüter habe, aber ja. Ja, okay. Ende Gelände. Let's go, wir machen weiter. Okay, ein sehr kreatives Team. Kapan? Oh nein. Ganz schön anstrengend heute damit zu spielen. Bruder, er drückt mir zwei Kopfballtore, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Rein ins nächste. So, komm. Hey, 6 Siege will ich schon aus 10 spielen. Oh Mann, was? Och, das war's komplett. Am Anfang hat's doch Spaß gemacht, aber die letzten Spiele, schwierig. Ja. Ja, List! Macht er super! Oh mein Gott, er rasiert mich komplett. Alter. Let's go, sehr schön. Da ist er doch, erneuern. Let's go in 2 Minuten. Oh, erneuern macht so viel Spaß, das ist unfassbar. Nakata, oh, Nakata, was ein Biest. Oh oh. Schade. Vamos, das ist der nächste Sieg, 5 zu 3. Wir gehen rein ins erstmal vorletzte Spiel. Das sieht ziemlich blau aus. Oh, oh, oh. Jawohl, jetzt aber. Gegner moved schon mal den Torwart zur Tankstelle, alles klar. Nein, wir müssen den Schuss blocken, wir müssen den Schuss blocken. Ich kann das nicht mehr, ich kann's nicht mehr. So, wir gehen rein ins letzte Spiel, alles klar, Digga. Nein, bitte, ich kann nicht mehr. Moin, Meister. Als ob das Elfmeter gibt. Wiederhauen und reingeschauen. Reingeschauen, wieder, alles gut. Alles klar, Männer, das waren die ersten 10 Spiele der Weekend League. Damit beenden wir das Ding mit 5 zu 5. Zwischenzeitlich hat es echt gut ausgesehen, als wir 4-1 gestanden haben, aber... Naja, eine Teambewertung von dem Team findet ihr wie immer auf dem Clips-Kanal, das Ganze oben in der Videobeschreibung verlinkt. Es hat trotzdem Bock gemacht, muss ich sagen, damit zu zocken, aber gegen Ende wurde es dann doch ein bisschen zu viel, leider. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.